Wir verstehen uns als Dienstleister für alle Produktgruppen und Zielgruppen in Thüringen. Und dabei merken wir, dass es schwieriger wird, die ganz unterschiedlichen Herausforderungen, die an uns gerichtet werden, bei uns zu verarbeiten und in der gleichen Schnelligkeit und mit der gleichen Qualität auszubringen. Das fordert uns mehr und darüber kommt natürlich alles das, was noch die Regulatorik dazu tut. Und das bedeutet in Summe eine große Herausforderung. Wir stellen uns den Herausforderungen, indem wir darauf achten, auf allen Ebenen einfach gute Leute, engagierte Leute und tüchtige Leute zu haben. Wir haben eine Landtagswahl im Herbst. Das bedeutet immer Unruhe. Das bedeutet auch persönlich Entscheidungen zu treffen. Das heißt aber insbesondere auch, dass wir davon ausgehen, danach auf der Basis vielleicht auch neuer Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner, neue Aufgaben gestellt zu bekommen und die wollen wir gut erledigen. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld investiert in die Digitalisierung und in die Besserstellung unserer IT-Prozesse. Das werden wir weiterführen und das werden wir auch insofern verändern, als dass es uns die Kraft gibt, unseren Kunden dabei gut und kompetent zur Seite zu stehen. Wir sehen, dass große Unruhe herrscht. Es besteht Unsicherheit, weil die Menschen schlicht nicht genau wissen, was die Zukunft ihnen bringt. Und es ist wichtig, dass die Politik diese Unruhe nimmt. Dann sind wir der richtige Partner dafür, ihnen auch für die Zukunft die richtigen Programme und Produkte zu geben. Unser Spektrum wird noch größer werden, da bin ich ganz sicher, denn politische Veränderungen führen immer dazu, dass auch wieder neue politische Schwerpunkte gesetzt werden. Das gut gebündelt zu bekommen, das, wie ich immer sage, alles richtig in der Luft zu halten, diese Produkte und Programmvielfalt gut zu steuern, das wird eine große Herausforderung auch in der Zukunft bleiben.